Zollverein, früher mal die schönste Kohlensäche der Welt, heute Weltkulturerbe. Mitten im Ruhrgebiet in Essen also treffen wir Michael Zorc und Horst Held, die Manager von Dortmund und Schalke. Shake hands vor dem Derby. Es ist das größte Derby in Deutschland. Das ist vergleichbar europäisch mit dem Glasgower Derby, glaube ich, wo es auch keine Freunde am Ende gibt. Oder ich weiß nicht, wenn man dann weltweit weitersucht, in Buenos Aires etc. Es hat eine ganz besondere Bedeutung. Also das ist ja, wie man es immer so schön sagt, das Derby aller Derbys. Ich glaube, da gibt es wenig Vergleichbares. Im Grunde ist es das für beide Lager, wenn man davon sprechen darf, halt natürlich das Highlight in einer Saison. Das wird höher bewertet als alles andere, als das Spiel gegen Bayern, als ein Spiel in der Champions League. Es hat schon Situationen gegeben, womit man mit einem Sieg im Derby fast eine ganze Saison, sag mal, retten konnte, zumindest atmosphärisch. Oder wo man natürlich auch oft die Weichen stellen kann, wenn man das Spiel gewinnt, dass man dann in eine Phase wiederkommt, der Euphorie, wo dann auch die Dinge hinterher einfacher laufen. Festtage einer fußballverrückten Region. Hier ist der Fußball im Ruhrgebiet dann noch etwas klarer und purer und mehr Fußball noch. Ich glaube, was die Leute, weil sie das hier in ihrem Leben tagtäglich erleben und auch in der Vergangenheit immer erleben mussten, aufgeben, war ein Fremdwort. Ja. In der ganzen Historie des Ruhrgebiets. Es musste immer weitergehen und es geht immer weiter halt. Und es war kein Platz, um zu resignieren, um aufzugeben. Und ich glaube, dass das die Leute hier extrem geprägt hat und dann halt natürlich halt auch dementsprechend sehen wollen. Was der Fan im Ruhrgebiet von seiner Mannschaft sehen möchte, das ist dann doch nicht unbedingt. Wird auch gern gesehen. Sag mal, jedes Kabinettstück hier muss nicht klappen, aber ich glaube, erste Bürgerpflicht, und das ist die Voraussetzung, ist, dass er das Gefühl hat, jeder Spieler und die Mannschaft vor allen Dingen auch als Team versucht, alles zu geben. Ne? Dass man dann nicht jedes Spiel gewinnt und dass nicht alles klappt, das wird akzeptiert. Aber was nicht akzeptiert wird, ist, wenn man das Gefühl hat, da ein paar Prozent an Einsatzwillen und an Bereitschaft gefehlt. Gemeinsame Wurzeln zweier Arbeiterclubs. Also ich glaube, alle Mannschaften, die im Ruhrgebiet verwurzelt sind, vereint am Ende vom Tag eine gewisse Mentalität. Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied zu anderen Regionen, anderen Vereinen halt. Und ich glaube allerdings, dass es schon halt auch wichtig ist, dass man seine eigene Philosophie hat, seine eigene Identität hat, die auch nicht außer Acht lässt, die man seine eigene Tradition, der BVB hat eine Tradition, wir haben eine Tradition halt, und da legen, glaube ich, auch alle großen Werte darauf, dass man das auch beibehält. Die Wurzeln sind ähnlich, das ist ganz klar, das ist unbestritten, aber wenn wir jetzt zu sehr auf Gemeinsamkeiten kommen würden, haben wir Erklärungsbedarf. Nein, also natürlich, also ich kann ja nur für uns sprechen, für den BVB und Horst nur für S04 und natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, jeder tut gut daran, seine eigene Kultur, seine eigene Identität auch da weiter voranzutreiben. Borussia Dortmund auf Schalke. Mehr geht nicht. Das ist Fußball pur. Ja, und dafür, da, wo man schon als kleines Kind schon von träumt. Halt, ja, und wo man halt einfach eine besondere Atmosphäre genießt. Ja, sicherlich manchmal eine überhitzte Atmosphäre. Aber am Ende ist es was den Fußball halt ausmacht, was den Fußball auszeichnet. Mehrere Tage im Ausnahmezustand. Vor dem Spiel, am Spieltag, danach wird diskutiert. Über den Ausgang wird gefrotzelt, der eine ist im Hochgefühl, der andere ist eher down, und das ist ein Stück weit Lebensqualität des Ruhrgebiets. Die Atmosphäre ist halt einfach in einem Derby einzigartig, das ist mit wenig zu vergleichen, ja? und das macht das Ganze so schön und so spannend gleichzeitig. Ein Samstag im Ruhrgebiet und ein Spiel wie kein zweites.